Willkommen an dieser Stelle zurück bei Final Fantasy 7. Für die Leute, die bei YouTube erst dazu eingeschaltet haben. Für die Leute, die es nicht wissen, meine Streams werden immer in kleineren Abschnitten geteilt. Deswegen auch die Werbung, damit ich mal kurz ans Fenster gehen kann und meine giftigen Dämpfe in die Welt hinauspuste. Und zum anderen auch, damit ich immer einen gewissen Cut für YouTube habe. Wir haben einen neuen Charakter kennengelernt. Und dementsprechend lese ich nun wieder aus der Seite 3 des allmächtigen und allwissenden Buch der Bedienungsanleitung von Final Fantasy 7 vor. Eris Gainsborough. Beruf Blumenverkäuferin. Alter 22. Waffe Stab. Größe 1,63. Sie ist sage und schreibe 4 cm kleiner als tiefer. Geburtsdatum 7. Februar. Geburtsort unbekannt. Jung, schön und geheimnisvoll, das ist Eris. Sie traf Cloud auf den Straßen von Midgar, wo sie Blumen verkaufte, und schloss sich ihm bald darauf an. Ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten umfassen den Gebrauch von Zauberpunkten, aber ihr Interesse gilt vor allem der klassischen Dreiecksbeziehung zwischen ihr, Cloud und Tifa. Aus dem Buche Final Fantasy 7 Bedienungsanleitung. Gut, ist sie schon in unserer Gruppe? Nein, ist sie nicht. Das macht nichts. Dann wollen wir mal mit dem komischen Pixelhaufen da hinten in der Ecke reden. Cloud, ignoriere es doch einfach. Mach dir um mich keine Sorgen. Okay. Der Weirde. Einfach so ein Weirdo. Sag mal, Cloud, warst du jemals ein Leibwächter? Du übernimmst wirklich jeden Job, stimmt's? Ja, stimmt. Dann bring mich hier raus. Bring mich nach Hause. Okay, mach ich. Aber es wird dich einiges kosten. Also, lass mal sehen. Und wie wär's, wenn ich einmal mit dir ausgehe? Das muss schon ein ziemlich teures Café sein, in das wir gehen. Ich weiß nicht, wer du bist, aber... Du kennst mich nicht? Ich kenne dich. Oh ja, ich kenne dich. Diese Uniform. Hey, Schwesterchen, seltsam, was? Sei still, du Shinra-Spion. Reno, soll er kalt gemacht werden? Ich habe mich noch nicht entschieden. Ich will hier keinen Kampf, ihr ruiniert die Blumen. Der Ausgang ist dort drüben. So, jetzt ist sie aber in meiner Party. Party! So, was hat sie denn für tolle Fähigkeiten? Ah, nee, noch nicht. Es waren Mako-Augen. Ja, in Ordnung. Zurück an die Arbeit. Zurück an die Arbeit. Oh. Und tretet nicht auf die Blumen. Hey Reno, du bist gerade auf sie getreten. Die sind alle ruiniert. Da wirst du höllisch Ärger bekommen. Immer denn. Komm mal her. So. Ach komm. Keine 2 Meter gegangen, schon kommt hier ein Kampf. Was sammeln die eigentlich auch für Gegner in den Hinterstübchen? Nebenbei, das war die erste Szene im Remake, wo ich gedacht habe, so, wait, what? Mit diesen komischen Spoilergeistern. Bliatz! Easy going, meine Freunde. So, ich schau mal eben kurz, ob ich Eris irgendwelche Ausrüstung geben kann. Cloud kriegt auf jeden Fall schon mal den Titanreif.
Dann kann Aris zumindest schon mal den anderen Reif bekommen. So. Ausrüstung. Claudi. Eisenreif in Titanreif wechseln. Bitte. Verteidigung erhöhen. Eigentlich wäre es sinnvoller, glaube ich, ihr den Titanreif zu geben. Wegen Verteidigung erhöhen. Sie kriegt doch sonst hart auf den Deckel. Ach egal, komm. Er kriegt den Titanreif. Dafür bekommt Aris. Ah. Oh. Hm. Oh ja. Auch wenn sie. Eigentlich bräuchte sie dann. Sie braucht doch dann hier erstmal den Eisenreif. Seht aber, das reicht doch auch schon. Zack, katsching. Wiederherstellen und schon ist sie perfekt ausgerüstet. Perfekt. Sie kann angreifen, sie kann heilen. Sie ist unsere Heilerbraut. Hui. Auch so ein schöner Moment. Jetzt springt sie da einfach drüber und gleich so, nein, ich kann doch nicht drüber springen. Da sind sie, dort drüben. Dort sind sie, dort drüben. Cloud, da. Ich weiß, sieht so aus, als würden sie uns gehen lassen. Achso, sieht nicht so aus, als würden sie uns gehen lassen. Was sollen wir tun? Wir dürfen uns nicht erwischen, oder? Dann bleibt nur noch eins. Boing. Hier entlang. In Ordnung, ich werde sie aufhalten. Okay, pass auf, dass sie nicht durchkommen. Die Alten entkommen. Angriff! Angriff! Taka, 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 taka. Aris! Yeah. Meinst du, wir haben sie getötet? Sie hätte, meinst du, wir haben sie getötet? Sie hätten eben keinen Widerstand leisten sollen. Cloud, Hilfe! Verdammt! Was ist das? Warte einen Moment! Nee, lauft. Ah, alles in Ordnung. Steuerung ist was Schönes und macht mich so spaßig. So, ich glaube hier. Hier ist ein Fass. Yeah! Laut, Hilfe! Hier ist ein. Warte einen Moment. Hier ist ein Fass, wenn ich es rüberschieben könnte. Fass schieben. Ja, mal gucken, was passiert. Hui! Hm, das war zu früh. Oh, Cloud, was machst du? Damned. Ich hab mir das mit den Fässern einfach nie merken können, ne? Aha. Soldat. Der Soldat verwandelt sich einfach in zwei Curls. Natürlich. Mache ich auch jeden Tag so, wenn ich Bock drauf habe. Tentakel, schmeckt. Ich finde es ein bisschen schade, dass hier nicht angezeigt wird, wie die Gegner heißen. Weil ich mit der Meinung, dass es Curls sind. Für Aris ist es auch nicht verkehrt, weil damit kann sie auch ein bisschen leveln. Super, das war der hier. Dann muss sie gleich nochmal laufen. Laut, Hilfe! Ja, da muss sie laufen. Warte einen Moment, lauf! Alles in Ordnung. Hier ist ein Fass. Wenn ich das rüberschieben könnte, dann passiert am Ende eigentlich gar nichts. Achso, ja, bringt auch nichts, weil wir ja schon durch sind. Das heißt, sie kommt dann jetzt hochgedackelt. Und fertig ist die Geschichte. Aris, hier entlang. Und wieder kein Geländer oder sonst irgendwas, aber ein Weg nach oben. Au. Das war mein Computer düsch. Und abwärts, raus hier. Abwärts hatten wir schon. Ah, die Musik.
Die Musik. Haha, sie suchen mich schon wieder. Sie suchen schon wieder nach mir. Das heißt, sie sind nicht zum ersten Mal hinter dir her? Nein. Das sind die Turks. Hm. Die Turks sind ein Verband innerhalb von Shinra. Sie halten nach möglichen Kandidaten für Soldat Ausschau. Die halten nur Ausschau? So gewalttätig, wie die da rangehen, dachte ich, die würden jemanden entführen. Nebenher sind sie in eine Menge schmutziger Geschäfte verwickelt. Spionage, Mord, alles, was man sich nur vorstellen kann. Sie sehen ganz danach aus. Aber warum sind sie hinter dir her? Das muss doch einen Grund haben. Nein, eigentlich nicht. Sie glauben wohl einfach, ich hätte das Zeug dazu, ein Soldat einzutreten. Das stimmt ja vielleicht sogar. Möchtest du eintreten? Ich weiß nicht. Aber was ich ganz bestimmt nicht will, ist diesen Leuten in die Hände fallen. Also dann gehen wir. Okay, aber warum? Ich brauche konkrete Beispiele, damit ich damit arbeiten kann. Ja, ich kann mir schon vorstellen, warum. Warum man Yuffie nicht mag. Warte, du sollst warten, habe ich gesagt. Uff. Langsam. Langsam, verlass mich nicht. Komisch. Ich dachte, du wärst der richtige Typ für Soldat. Oh, du bist wirklich schlimm. Hey, Cloud. Warst du jemals einer von Soldat? Früher mal. Bist du darauf gekommen? Deine Augen. Sie haben einen eigenartigen Glanz. Es ist das Zeichen derer, denen Mako eingeflößt wurde. Das Kennzeichen der Mitglieder von Soldat. Aber wie konntest du das wissen? Oh, nur so. Nur so? Ja, nur so. Komm schon, lass uns gehen, Leibwächter. Einfach nur so. Wir wissen ja auch das geheime Rezept von Coca-Cola. Einfach nur so. Bam, 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 bam. Ah, schön. Endlich geschafft. Und jetzt? Mein Haus ist da drüben. Beeil dich, bevor er kommt. 1, 2, 3, 4, Eckstein. Alles muss versteckt sein. So, ein Speicherino-Punkto. Dann wollen wir mal speichern. So, wie viel Zeit haben wir noch? So viel Zeit haben wir noch. Dann würde ich doch mal sagen, ich weiß nicht, wo speichern wir als nächstes ab? Ich überlege gerade, wo der nächste Speicherpunkt ist, an dem wir abspeichern können. Ich weiß wo. Ich weiß wo, da haben wir noch ein bisschen was vor uns. So, nee, Yuffie hatten schon sehr... Also gerade im alten Final Fantasy 7 hatte sie eine sehr anstrengende Art, was so das Stehlen von Materia angeht und dass das immer präsent sein und so weiter. Dass man das irgendwie auch ein bisschen blöd finden kann, das kann ich verstehen. Ich fand's gar nicht so schön. Also ich hab's nicht so negativ aufgefasst. Und in Intergrade war die einfach so Zucker. Die war so Zucker. Das war so cute. Egal, ob du Schrott hast oder Substanz, hier in den Slums kannst du alles kriegen. Du hast jede Menge Substanz. Warum gibst du dir warum gibst du dir nicht noch ein bisschen? Oh, sicher. Ja, mit dem ganzen Drogenzeug. Mit dem ganzen leckeren Zeug. Ah, oh, waren wir noch ein bisschen... Nee, wir haben eigentlich alles davon. Dann lassen wir das auch, dann behalten wir das. Mit dem Typen hier stimmt irgendwas nicht, habe ich gehört. Ah. Dieser Typ ist krank. Er muss in der Nähe ohnmächtig geworden sein und irgendwer muss ihm hierher geholfen haben. Hallo? Das ist er. Willst du ihm nicht helfen?
Hör mal, ich bin kein Arzt. Nein, ich glaube nicht. Nee, der Mann ist tätowiert. Ich glaube, es war die Zahl 2. Warum ist dieser Mann tätowiert? Wer hat ihm das Tattoo gegeben? Was bedeutet die Nummer 2? Und wo ist die Nummer 1? Der Typ in dem Rohr ist sonderbar. Egal, was man ihn fragt, er antwortet nur mit oder ah. Ja, und? Ist halt eben krank, nicht? Was für ein Sack. Die Nummer 1 ist auf dem anderen. Ja, Mann. Wie diese Leute, die sich links und rechts tätowieren. Links, rechts. Finde ich gut. Richtig, wir handeln hier nur gegen Gold. Das stimmt gar nicht. Ihr handelt gegen Gil. Genauso ist das mit den Armen. Auf dem einen Arm hat er die 1 tätowiert, auf dem anderen die 2, damit er mal weiß, dass er 2 Arme hat. Wenn er mal nachzählen muss oder so, man weiß es ja nicht. Es gibt hier ja verwirrende Personen. Oder wirre Personen, besser gesagt. So, wir nehmen nochmal 4 Zelte mit, Tränke mit, damit wir 20 haben. Und ruhig nochmal 2 Zelte. Die können nämlich später Leben retten. Nehmen wir Gegengift mit? Haben wir 2 Stück? Nee, 1 Zelt. 1 Zelt nehmen wir mit. Damit auch weiß, welcher Schuh wir gehören. Oh, herrlich. Ja, klar. Auf dem einen, er hat immer auf den Schuhen 1 und 2 drauf geschrieben. Und an seinen Füßen hat er auch 1 und 2 draufstehen. Ach, warte mal, hier war noch was. Alles, was Präsident Shinra sagt, ist gelogen. Andererseits kann man diesen Leuten, diesen Avalanche-Leuten oder wie man die nennt, auch nicht trauen. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Am Ende geht es doch nur darum, dass man so sein möchte, wie die da oben. Also, wem glaubst du? Mir selber. Mich selber lüge ich nicht an. So viel ist sicher. Den kannst du hart pranken, wenn die Zahlen auf den Schuhen vertauschen. Ey, hat der da gerade MTV geguckt? Aus welchem Jahrhundert kommt denn das? Das hier ist wichtig, weil, gluck gluck, jetzt findet es keiner mehr, Njom. Obere und die untere. So. Was, die obere und die untere? Ja, genau. Ah, guck mal hier. Die obere, die untere oder die verborgene Schublade öffnen natürlich die verborgene. Ah, super, 5 Gil, danke, her damit. So liebe ich meine Rollenspiele. Rollenspiele, in denen man die armen Schlucker auch noch weiter berauben kann. That's my game. So, hier haben wir, glaube ich, noch einen Waffendude. Pass auf dich auf, dann ist das Gesetz zerschlammt. Aber dafür brauchst du erstmal Waffen. Stimmt. Bin mir nicht sicher, kommt drauf an, was für Waffen du trägst. Also Titanreif. Ich habe genau Geld für 2 Titanreife, ist das nicht super? Dann nehmen wir die. Rüsten die aus. Haben wir noch Zubehör? Nee, haben wir nicht. Und die restlichen verticken wir dann einfach. Dann haben wir wieder ein bisschen Geld. Objekte verkaufen. Bronzereif weg. Eisenreif weg. Und wie viel Geld habe ich jetzt? 137. Das reicht nicht mal für eine neue Substanz. Dann raus hier. Ich habe nebenbei in diesem Bereich ewig und 3 Tage nach dem Haus von Eris gesucht, bis ich die Select-Funktion gefunden habe, die mir dann sagte, da kannst du lang gehen. Ja, Bedienungsanleitung lesen ist was für Anfänger. So, ich speichere noch nicht, weil ich werde hier jetzt mal durch die Gegend laufen und den Garten von Eris ausrauben. Mal gucken. Hier war nichts, das ist okay, aber dafür haben wir da unten nochmal eine Substanz. Welche haben wir denn da? Schutz, das ist cool. Äther. Schutz und Äther. Das mögen wir. Äther kann man nämlich echt gut inhalieren.
Und weil es hier eh safe ist, können wir hier einfach reinlaufen. Würde ich sagen. Ich bin zu Hause, Mama! Ist sie da gerade einfach gespawnt? Die ist mir gar nicht aufgefallen. Das ist Cloud, mein Bodyguard. Bodyguard? Heißt das, dass dir wieder jemand gefolgt ist? Bist du in Ordnung? Du bist doch nicht etwa verletzt. Ich bin in Ordnung. Cloud war bei mir. Danke, Cloud. Und was machst du jetzt? In Sektor 7 weit von hier. Ich will zu Tifas Bar gehen. Ist Tifa ein Mädchen? Ja. Eine Freundin? Auf keinen Fall. Sie ist keine Freundin. Ich hasse diese Person. Meine Petunien. Ja, sie ist eine Freundin. Oh, wie schön. Na, das ist nett. Die weiß schon, dass nett der kleine Freund von Scheiße ist. Also Sektor 7, ich zeig dir den Weg. Du spinnst wohl. Warum willst du dich nochmal in Gefahr bringen? Reine Gewohnheitssache. Gewöhnungssache? Na, ich weiß nicht. Sich von einem Mädchen helfen lassen? Klingelingeling, Sexismusglocke. Alles gut. Ein Mädchen? Was meinst du damit? Klingelingeling, zurückgezogen. Und du meinst, du kannst sowas sagen und ich höre mir das einfach an? Mama, ich bringe Cloud zu Sektor 7. Ich bin bald wieder da. Aber Schatz, ich gebe auf. Wenn du dir was in den Kopf gesetzt hast, hörst du sowieso nicht mehr. Aber wenn du unbedingt gehen willst, warum gehst du nicht morgen? Ja, du hast recht, Mama. Ich, Aris, bitte geh und mach das Bett. Zieh von dannen, mein Kind. Aber zieh. Und zieh dir neue Socken an. Und putz dir die Zähne. Deine Augen glänzen so. Du bist von Soldat, oder? Ja, zumindest früher einmal. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber kannst du bitte heute Abend von hier verschwinden, ohne Aris etwas zu sagen? Achso, das war schon. Überlege ich mir noch. Soldat. Aris packt es nicht, wenn ihr nochmal jemand wehtut. So. Nochmal jemand wehtut? Und dieses große Schwert an meinem Rücken fällt ihr auch gar nicht auf, ne? Um zu Sektor 7 zu gelangen, musst du durch Sektor 6 gehen. Sektor 6 ist etwas gefährlich. Du solltest dich also heute Abend ein bisschen ausruhen. Cloud? Gute Nacht. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber verpiss dich, Junkie Boy. Ja, ist echt so. So viel Substanz, wie wir im Gepäck haben. Oh Mann. Substanz. Wir sind vollgepumpt mit Substanz. Auf der PlayStation-Version, ja. Du scheinst ganz schön müde. Ha? Ich habe schon lange nicht mehr in einem Bett wie diesem geschlafen. Oh ja. Seit damals. Mensch, wie du gewachsen bist. Ich wette, die Mädchen lassen dich nicht in Ruhe. Eigentlich nicht. Ich mache mir Sorgen um dich. In der Stadt gibt es viele Versuchungen. Es wäre mir wohler, wenn du dich niederlassen würdest und eine nette Familie hättest. Mach dir um mich keine Sorgen. Du solltest eine ältere Freundin haben, die sich um dich kümmert. Ich glaube, das wäre genau das Richtige für dich. Das interessiert mich nicht.
Ich muss eingeschlafen sein. Klau, der nette Substanzenverkäufer von nebenan. Er hat Coca-Cola, Mettbrötchen und Salat dabei. Ja, sicher. Sektor 7 ist hinter Sektor 6. Ja, was, wie, was? Moment mal. Lass mich raten. Und nach 7 kommt 8. Und hinter 5 ist 4. Meint ihr, die haben das durchnummeriert und da ist ein System hinter? Ich sollte es alleine schaffen. So, hier ist ganz wichtig, nicht zu rennen. Aber wenn du rennst, dann knackt der Boden. Und knackt der Boden, kommt die Aeris raus. Mit Maschinengewehr. Es ist so krass, ich habe jeden Soundtrack noch so dermaßen im Blut, dass es schon fast unheimlich ist. What the? Du bist aber ganz schön früh auf. Wie konnte ich dich bitten, mitzukommen, wo ich doch wusste, dass es gefährlich sein könnte? Bist du fertig? Du musst durch den Slum in Sektor 6, um zu tiefer 7. Himmel zu gelangen. Es wurde nie gesagt, wie die Bar heißt. Woher weiß sie das? Die stalkt mich doch schon seit Midgar, oder? Wenn du Aeris loswerden möchtest, flüstere ihr einfach ins Ohr. Du riechst anders, wenn du wach bist. Dann rennt die wohl weg, denke ich. Moment, das probiere ich mal aus. Sieht man die Hand noch? Schade. Okay. Ich habe einen sehr eigenartigen Blick von meiner Freundin dafür bekommen. Nein, Luna hatte nur gerade eben gemeint, wenn du Aeris loswerden möchtest, dann flüstere ihr ganz leise ins Ohr. Du riechst anders, wenn du wach bist. Ja, kleine Trinkpause, aber gerne doch. Kann ich die Stimme eigentlich gut nachmachen? Das bin ich nämlich gar nicht. Dieses, ja, kleine Trinkpause. Liebe. Ich bringe dich hin, komm mit. Na, super. Das hat ja gut funktioniert. Mit dem alleine losziehen. Wurde ich nochmal abgespeichert? Also egal. Wir kommen hier durch. Hoffe ich. Solange kein Haus kommt, ist alles in Ordnung. Nebenbei das Haus, das fand ich ja im Remake so gut. Moment. Nein, doch. Ja, doch wohl, Kalestra. So, wen haben wir da? Wir haben die kleinen komischen Rattenviecher. Ich habe gehört, die mögen Feuer. Das Haus fand ich zwar gut, aber mega nervig. Nee, normalerweise ist das Haus ein Trash-Mob. Der kommt hier einfach random als 0815-Gegner. Das ist kein Bosskampf gewesen. Also im Remake ist es ja ein Bosskampf. Hier ist es, ach shit, ich kann ja Beats nur einmal einsetzen. Egal. Hier ist es halt eben, wie gesagt, 0815-Gegner. Aber ein ziemlich starker Gegner. Deswegen fand ich das eigentlich mega geil, dass sie den im Remake zu einem Boss gemacht haben. Aber jetzt kommen wir tatsächlich das erste Mal zu einer Stelle. Nein, nicht das erste Mal. Wir kommen jetzt zu einer Stelle, die im Remake doch noch um einiges lustiger ausgeschmückt wurde.
So, erstmal hier runter. Dann da. Ey! Und, oh nein, das Haus. Oh, ein Glück, wir haben gerade hier Mutangriff. Der Weg mit den eingestürzten Tunneln, mit den Maschinenarmen, meinst du? Ja, richtig, aber soll ich dir was sagen? In dem befinden wir uns gerade. Ah, Selbstmordtropfen, eklig. Oh, daneben Glück gehabt. In diesem Tunnel befinden wir uns gerade, mehr oder weniger. Wie viel das Ding hier einfach aushält. Wow, 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 wow. Oh, Schwein gehabt. Ja, den fand ich auch gut im Remake. Die Räuberbande kommt hier gar nicht drin vor. Die gibt's hier nicht. Zauber. Heilung. Ring. Guck mal, siehst du dieses Rohr hier, in dem wir uns gerade und durch das wir gerade durchgegangen sind, das war das Rohr. Weil wir gehen jetzt hier nur noch hoch und hier durch und geradeaus und tada, fertig. Das Tor zu Sektor 7 ist dort drin. Danke, jetzt müssen wir uns also verabschieden. Schaffst du den Weg nach Hause alleine? Oh nein, was soll ich jetzt machen? Ist es das, was du hören willst? Komm, dann bringen wir dich zu Sektor 7. Ich könnte das machen. Werde ich dir nicht im Weg sein? Was meinst du im Weg? Nichts. Können wir eine Pause machen? Ja, die haben im Remake. Also, wenn du jetzt so spielst, wie ich hier jetzt gerade spiele, dann brauchst du für den Teil, den du im Remake irgendwas um die 40 Stunden Spielzeit hast, brauchst du hier etwa 8 Stunden. So. Wenn du gemütlich spielst. Ich kann nicht glauben, dass das immer noch hier ist. Cloud, hier! Welchen Rang hattest du? Rang? Du weißt schon, bei Soldat. Oh, ich war erste Klasse. Genau wie er. Wie wer? Mein erster Freund. War's dir ernst? Nein, aber für eine Weile habe ich ihn gemocht. Wahrscheinlich kannte ich ihn. Wie hieß er? Ist echt nicht wichtig. Ja, wie hieß er? Keine Ahnung. Absolut unwichtiger Charakter. Voll unnötig und so. Hey, wie? Hey, da hinten. Tiefer? Easy Hexal, ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Und willkommen. Wieso fängt sie denn damit an, wenn es nicht wichtig ist? Ja, kennst du das nicht? Du sagst im. Also. Du fängst erstmal an, dich aufzuregen und sagst dann. Aber ist ja auch egal. Das hatte ich mit einem Arbeitskollegen immer. Das war so geil damals. Weißt du, das ist scheiße und diese ist scheiße und hast nicht gesehen. Aber ich reg mich da gar nicht mehr drüber auf. Und dies ist los und jenes ist los. Alles ja auch egal.
Ich muss echt sagen, dass Final Fantasy 7 an mir vorbeigegangen ist. Was? Wie? Was? Wie? Was? Was? Wie? Wo? Was? Wie denn das? Hast du einfach geskippt? Hast du gleich nach 6 bei 8 weitergemacht? Final Fantasy 7 ist ein, nein! Final Fantasy 7 ist Liebe. Liebe. Saki, Liebe. Das war das Stichwort. Saki. Saki? Tommy? Ey, lass das mal nicht die Leute wissen, dass die Moderatoren eingeschlafen sind. Das wird ja richtig schlimm sonst. Dann mach ich das halt eben selber. Ah, danke schön. Danke, danke, André. Danke, danke. Ich rette mal. Finde ich super. Ja, aber willkommen. Schön, dass du da bist. Macht überhaupt nichts. Du hast noch nicht so viel verpasst bisher. Bisher haben wir nur 2 Reaktoren in die Luft gejagt. Und sind hier in die Slums geplumpt. Schlechte Sklaven. Echt mal. Siehst du, jetzt kommt so auf einmal. Jetzt kommt. Und dementsprechend spielen wir das gute Spiel auf der PlayStation 1 in Original. Mit Original-Sound. Und immer wenn wir einen neuen Charakter treffen, lese ich natürlich auch aus der Anleitung vor. Darum, dass es so komisch und verpixelt aussieht, liegt halt eben auch daran, dass wir ein echtes PlayStation 1-Spiel spielen. Und das halt eben nicht emuliert oder dergleichen, sondern auch auf meiner PlayStation 2. Ja, deswegen steht auch hier steht auch Original-Hardware drauf. Ich habe auch eine PlayStation 1, die habe ich aber gerade nicht angesteckt. Und ja. Nobu, ich gebe dir gleich Sklave. Hey Tommy, pöbel mal nicht meine Zuschauer an. Ja, das Mädchen in dem Wagen war tiefer. Was macht sie? Sie sah so sonderbar aus. Warte. Ich gehe allein. Ich gehe allein nach Hause. Geh heim. Na dann. Dann laufen wir ihr hinterher. Ja, achso, genau. Ich habe die Sicherheitsvorkehrung. Nein, ich habe die Sicherheit im Reaktor 1 und 5 überprüft und habe habe die sicherheitshalber gesprengt, damit da keiner verletzt wird. Ja, genau das, was André sagt. Genau so ist es gewesen. Und dann behaupten die, wir wären die Bösen. Ja, die Konzerner hier. Die meinen, wir wären die Bösen. Nach ein paar Minuten der stillen Ecke stören doch niemanden. Nein, 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 Tommy, mach das nicht. Sei ein lieber Moderator. So, darf ich vorstellen. War Market. In dem alten Final Fantasy 7. Präventive Reaktorsprengung nennt man das. Ja, man könnte das schon so nennen. Ja, du, ne, wenn du zum Reaktor kehren musst, ja, um zu gucken, ob da alles gut ist, dann musst du erstmal über zerbrochene, über kaputte Rohre springen, generell auf nicht gesicherten Rohren entlang klettern und solche Sachen. Ja, die Türen sind sperrangelweit geöffnet. Du kannst einfach so vom regulären Nahverkehr einfach so in den Reaktor reinlaufen. Ja, dann das Ding musste weg. Das Ding musste weg. Das geht doch niemals so durch den TÜV. Was willst du denn noch machen? So, Punkt. Das ist Ende der Geschichte gewesen. Und ja, wir haben das einfach mal übernommen. Und dann die Dinger halt eben hochgejagt. Und dann hieß es auf einmal in den Nachrichten, ja, die bösen Leute von der Gewerbeaufsicht, ja, die fangen hier an, Terror zu schieben und Sachen in die Luft zu jagen. Aber wir armen Shinra-Leute, die auf unser Personal scheißen und auf solche lebenswichtigen Sachen wie Geländer pfeifen. Wir haben ja nichts getan, wie wir ja nachweisen können. Wir haben ja nicht mal Geländer angebaut. Vielen lieben Dank für deinen Follow. Jetzt habe ich so viel Bullshit gelabert. Jetzt genau das wollte ich provozieren. Yes! So, dieser Ort ist ganz schön gefährlich, besonders für ein Mädchen. Wir müssen tiefer schnell finden. Blub.
Und da haben wir auch die Eris wieder eingesaugt. Ja, also es ist halt eben genau das. Wir spielen das Spiel durch. Eigentlich wollte ich es gar nicht durchspielen oder nicht mehr durchspielen, weil ich schon mal auf meinem alten YouTube-Kanal durchgespielt habe und da dann gesagt habe, ja, nee, aber jetzt sind wir irgendwie so mittendrin. Und jetzt bockt es irgendwie unheimlich geil. Jetzt will ich irgendwie mehr. Und jetzt kann ich nicht bis Ende nächstes Jahr warten. Ich will jetzt gleich das Remake 2 haben. Wollen wir einfach vor dem Remake 2 nochmal das Remake 1 durchspielen? Bitte kreuze an. Ja, nein oder vielleicht. Wo ich dich so sprechen höre, stelle ich mir gerade eine Firma wie Shinra mit einem Chef wie Stromberg vor. Oh, wäre das gut. Das wäre doch so gut. Also nicht mal der Chef wie Stromberg, sondern, keine Ahnung, so der Vizepräsident oder irgendwie. Nee, irgendjemand, der halt eben noch nicht ganz so viel. Ich bin Orni. Das freut mich. Hallo, Horni. Oder Hojo. Och ja. Hojo, haben Sie schon das Projekt abgeschlossen? Also, ich würde mal sagen, läuft. Vielleicht nicht ganz so, wie es eigentlich hätte sein sollen, aber es ist rosa, sag ich mal. haben Sie für die Sicherheit unserer Mitarbeiter gesorgt? Ingeborg 4K, vielen lieben Dank für dein Follow. Ansonsten so dieses, einfach so dieses keine Ahnung. Mitarbeiter XY, haben Sie sich darum gekümmert, dass die Vorarbeiter XY, haben Sie sich darum gekümmert, dass die Geländer überall ordnungsgemäß angebracht sind, dass keine Stolperfallen oder sowas sind? Ich würde mal sagen, da sind wir doch dabei zu prüfen, ob das hier alles auch rechtens ist, ne? Also, und die Materialbeschaffung, da muss man ja auch erstmal dran denken. Man muss ja erstmal gucken, wo kriegt man den Kram her, bevor man den aufbaut und so. Ja, einfach akkurat. Vielleicht ist es genau so passiert. Oh, du hast Let's Plays von Baphomets Fluch auf YouTube. Superklasse. Ja, Baphomets Fluch 1 und 2. Baphomets Fluch 3 will ich noch spielen. Kommt aber noch. Ich habe die Spiele auf Steam geabt, oder ich habe sie immer noch auf Steam, 1 bis 5 sogar, und der dritte Teil ist bei Steam leider nicht auf Deutsch, und wir wissen, es gibt eine deutsche Synchro, deswegen habe ich mir das Spiel nochmal für die PlayStation 2 geholt, wo es dann auf Deutsch ist, wo es dann, glaube ich, auch von der Steuerung ein bisschen besser ist, weil es ja kein klassisches Point-and-Click-Adventure mehr ist, sondern so in diese Grim Fandango Monkey Island 4 Pseudo, wir versuchen jetzt auf 3D Kacke umgesattelt ist. Und es gibt Spiele, da hat er Charme, sowas wie Final Fantasy 7, Final Fantasy 8, Final Fantasy 9, da ist sowas natürlich geil mit vorgerenderten Backgrounds, aber ey, gerade so Baphomets Fluch, Monkey Island, Grim Fandango, die haben so eine beschränkte Steuerung auch echt nicht verdient, ne, finde ich. So, ich mache jetzt hier jetzt erstmal kleine Cut und dann sehen wir uns in ein paar Minütchen wieder. Ich muss erstmal meine Sucht stillen und dann geht hier die Shinra-Aufsichtsbehörde nochmal einen Rundgang machen, würde ich sagen.